Allmächt, Etzerle ist fei soweit. Die erste Sendung vom Schall- und Rauchstammtisch Nürnberg. Informationen von Franken für Franken. Und über was man sich auch sonst so aufregen kann. Also hinhocken und aufpassen, Etzerle geht's los. Schönen guten Tag. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema GEZ-Beitragsservice in Deutschland. Deutschland ist das einzige Land, was Beiträge verlangt fürs Fernsehen. Dieser Beitrag kostet im Monat 17,98 Euro und man muss zahlen, egal ob man ein Fernsehgerät zu Hause stehen hat oder nicht. Als erstes kommt ein Schreiben vom Beitragsservice, in dem man aufgefordert wird, zu zahlen. Da sind sie noch freundlich und schreiben den Text so, als würde man einen Vertrag eingehen wollen. Zum Beispiel schreiben sie oben im Kopf, Ihre Nachricht vom. Also bedeutet, sie tun so, als hätte ich mich mal gemeldet. Sonst schreiben sie einfach, wie viel ich zu zahlen habe, das wären im Quartal 53,94 Euro. Und wie ich das zu bezahlen habe, und es wird nochmal erklärt, dass es monatlich 17,98 Euro sind. Der Brief ist noch sehr freundlich. Ja, grundsätzlich möchte ich betonen, dass das Bezahlen von diesem Beitrag keine Straftat ist. Es ist lediglich nach dem Gesetz ein Verstoß gegen die Ordnungswidrigkeit und wird geahndet mit einer kleinen Strafe. Aber um die zu bekommen, wird diese Ordnungswidrigkeit nur auf Antrag nachverfolgt. Das bedeutet, die GEZ bzw. der Beitragsservice muss mich anzeigen, weil ich nicht gezahlt habe. Ob sie dies tun, kann keiner wissen, weil es käme dann zu einer Anzeige bzw. zu einem Titel- oder Pfändungsbeschluss. Aber da muss die GEZ bzw. der Beitragsservice, wie er jetzt heißt, in Vorleistung gehen. Gut, laut Bundesamt für Statistik gibt es derzeit in Deutschland eine Zahl von 2.238.000 Haushalten, die nicht bezahlen, also die sogenannten Schwarzseher. Gut, als zweites kommt dann, wenn man jetzt nicht bezahlt auf diesen Brief, ein halbes Jahr später der nächste Brief, der dann schon wieder ein bisschen schärfer ist. Das ist ein sogenannter Festsetzungsbescheid. Dieser Festsetzungsbescheid erklärt noch einmal, wann die GEZ zu bezahlen ist und in welcher Höhe. Und natürlich listen sie auf, was man ihnen bereits schuldig ist. Auf der unteren Seite des Festsetzungsbescheides steht dann eine Rechtshilfsbelehrung, indem man aufgefordert wird, dass das Bayerische Verwaltungsgericht in Ansbach zuständig wäre. Darunter steht aber auch nochmal, vor Erhebung eines Rechtsbehelfes beachten Sie bitte die Rückseite. Natürlich beachte ich die Rückseite und darauf steht wieder, dass ich mich bei einem Widerspruch aber bitte doch an den Beitragsservice selbst wenden soll. Das bedeutet, sie möchten eine Unterschrift von mir, beziehungsweise ein Lebenszeichen, weil durch diese Unterschrift, wenn ich mich einmal bei denen melde, haben sie eine Bestätigung, dass ich das alles akzeptiere. So, wiederum 3 Monate später kommt der nächste Bescheid. Es ist wieder ein Festsetzungsbescheid und
in diesem Schreiben, was ein ganz normales Schreiben ist, ohne Unterschrift. Es wird wieder erklärt, wann ich die Gebühr zu bezahlen habe und in welchen Abständen und wie viel ich Ihnen bereits schon schuldig bin, steht aber der folgende Satz drin, der natürlich alle aufschrecken lässt und natürlich Angst verbreitet. Dieser Bescheid ist ein vollstreckbarer Titel. Damit ist eine der Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung gegeben. Gut. Dieser Satz, den haben Sie da reingeschrieben, kann aber nicht wirksam sein, weil ein vollstreckbarer Titel muss man erst beantragen bei Gericht, bei diesem zuständigen Verwaltungsgericht in Ansbach, was Sie selbst unten schreiben. Ein vollstreckbarer Titel kommt auch nicht direkt vom Gläubiger, sondern direkt von Gericht. Unten steht dann auch wieder eine Rechtsbehelfsbelehrung mit dem Zusatz, dass das Bayerische Verwaltungsgericht in Ansbach zuständig wäre, aber ich soll doch wieder über diesen Titel und dem Widerspruch die Rückseite beachten. Also drehe ich das Blatt um und was lese ich da hinten? Der Widerspruch ist wieder direkt an den Beitragsservice zu richten. Das heißt, sie wollen wieder meine Unterschrift. Das ist jetzt bereits schon der zweite Versuch mit einer schärferen Drohung. Also, auf Deutsch gesagt heißt es so, solange die keine Unterschrift, keinen Briefwechsel von mir persönlich haben, können sie auch nichts machen. Wenn was kommt, dann nur von Gericht. Das bedeutet, dass der Beitragsservice muss einen Titel vor Gericht erwirken und das Gericht schreibt einen dann an und man hat dann darauf nochmal 4 Wochen Zeit, um diesen zu widersprechen. Aber man widerspricht dann nicht der GEZ direkt, sondern man schreibt dann seinen Widerspruch an das zuständige Gericht. Somit wäre die GEZ außen vor und der Dritte dabei. Und man hat auch nichts mit der GEZ zu tun. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen weiterhelfen und bis zum nächsten Mal.